In Panzers Gärtnerei ist gerade jetzt im Spätsommer Hochsaison. Alles blüht. Von den Ball- und Kaktusdahlien über die Anemonenblütigen bis zu den einfachen und all den anderen Sorten. Um diese Zeit gleicht jeder Tag einem Sommerfest. Die Dahliengärtnerei, eine der ältesten Deutschlands, gehört Katrin und Dirk Panzer. Sie züchten, verkaufen und lieben, was sie tun. Wenn die anderen Blumen so nachlassen, ja, dann kommt die Dahlie rum. Richtig. Und zeigt noch mal, was der Sommer kann. Die Dahlie ist eben nicht zurückhaltend. Ja, ist sie denn überhaupt nicht, ja. Dann ist sie immer der Knaller. Man sieht es den Dahlien nicht an, aber es ist mühsam, sie zu kultivieren. Dahlien mögen keine kalten Winter. Jedes Jahr pflanzen Katrin und Dirk neu aus. Das Schöne ist, es fängt auch jedes Jahr von Neuem an. Ne? Erst haben wir die Knollen, dann ziehen wir die Stecklinge, dann bringen wir sie aufs Feld. Also sie bedeuten für uns Arbeit, aber jetzt um die Jahreszeit ist es für uns auch eine Freude. Also jetzt, wenn wir sie blühen sehen, das ist wie eine Belohnung für die Arbeit, die wir das ganze Jahr damit haben. Dass die Dahlien gerade in Bad Köstritz gezüchtet werden, liegt an Christian Degen und seinem Lottogewinn. Mit diesem erfüllte sich der Hobbygärtner seinen großen Traum und eröffnete 1826 in der kleinen Stadt Deutschlands erste Handelsgärtnerei für Dahlien. Er züchtete und verschickte weltweit, zum Beispiel nach Russland, Österreich und in die Schweiz. Zeitweilig gehörte Degen mit zu den führenden Züchtern Europas. In der Folge siedelten sich gleich mehrere Gärtnerfamilien in Bad Köstritz an. Eine von ihnen sind die Panzers. Sie sind in der 5. Generation Dahliengärtner und vielleicht lässt sich ja doch eins ihrer drei Kinder überzeugen, später weiterzumachen.